Siezersport TV. Eure Stars hautnah. Wird Ihnen präsentiert von folgenden Partnern. Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Siezersport TV. Wir waren an diesem Samstagnachmittag hier zu Gast beim Topspiel in der Salzburger Liga. Und zwar empfing der USC Eugendorf hier zu Hause den SK Adnet. Wir haben jetzt für euch, wie immer, die Highlights des Spiels und danach haben wir noch die Stimmen zum Spiel. Viel Spaß! Schlotterer bietet Arbeitsplätze mit Zukunft. Weiterbildung und Entwicklungschancen. Aufstiegsmöglichkeiten. Teamgeist. Und achtet auf das Wohl seiner Mitarbeiter. Essensbonus. Kommunikation auf Augenhöhe. Flexible Arbeitszeiten. Ergonomische Arbeitsplätze. Gemeinsamer Sport. Prämienbeteiligung. Werde auch du Teil unseres Teams. Und bewirb dich jetzt unter www.schlotterer.com. Samstag Nachmittag und es heißt Topspiel in der Salzburger Liga. Der USC Eugendorf trifft zu Hause auf den SK Adnet. Hier sehen wir noch die beiden Kapitäne Andreas Schnöll und Manuel Ramsbacher. Und danach gehen wir aber auch schon rein in dieses Spiel. Ja, es war das absolute Topspiel und es ging um einiges. Und genau so legten es auch beide Mannschaften an. Die Eugendorfer von Beginn an sehr engagiert. Es dauerte 5 Minuten, bis hier Christoph Kobleder das erste Mal vor Grabowitzer auftauchte. Ja, und nur 2 Minuten später ist es dann Marco Thaler mit einem Abschluss, aber Grabowitzer im Nachfassen ohne Probleme. Ja, in den ersten 15 Minuten waren es immer wieder die Eugendorfer, die hier zum Abschluss kamen. Hier war es Ramsbacher mit einem Weitschuss. Das erste Mal vor das Tor der Eugendorfer kamen die Adnetter in der 18. Minute durch Patrick Sparber. Und das war schon eine sehr gute Einschussmöglichkeit. Aber der Ball geht knapp links am Tor von Kastner vorbei. In der 26. Minute dann diese Szene. Ernemann mit einem Rückpass und Kastner mit dem Fehler. Und da ist es Sparber. Aber er vertändelt diesen Ball und Mihailovic Branko noch mit dem Schuss, aber das war kein Problem für Kastner. Hier können wir diese Szene nochmal sehen. Super Tackling allerdings hier von dem Kapitän der Eugendorfer, Manuel Ramsbacher. Ja, und danach kommen wieder die Eugendorfer hier über Thaler, aber er scheitert an Grabowitzer. Ja, es war wirklich einiges los in diesem Spiel. Kurz vor der Pause, dann in der 40. Minute ist es hier nochmal Schnöll mit dem Abschluss. Und die letzte Szene in der ersten Halbzeit, die hatte dann Eugendorf. Hier ein langer Ball von Ramsbacher und Grabowitzer verschätzt sich ein wenig. Und hier kommt Kobleder, aber er hebt den Ball über das Tor. Und somit bleibt es hier zur Pause beim 0:0 in Eugendorf. Werde auch du Teil unseres Teams. Und bewirb dich jetzt unter www.schlotterer.com. Ja, und in der Pause gab es dann einen Doppelwechsel bei den Adnettern. Thomas Heißel, er brachte Christoph Ebner und Horst-Patrick Nesterwal für Jasin Jahic und Mihailovic Branko für mehr Offensivkraft. Aber in der 50. Minute gab es dann vorerst mal einen Eckball für die Eugendorfer. Und hier können die Adnetter den Ball nicht ordentlich klären. Hier noch ein Abschluss. Aber die Adnetter können hier im letzten Moment noch klären, hier ist der neue Übungsleiter der Eugendorfer seit Winter im Amt, der Trainer Mario Haslauer. Ja, und dann wird es kritisch im Strafraum der Eugendorfer. Hier wird Christoph Ebner zu Fall gebracht in der 53. Spielminute. Und da war gehörig Elfmeteralarm. Hier Ramsbacher trifft Ebner. Aus meiner Sicht, ja, kann man hier schon Elfmeter geben oder muss man hier Elfmeter geben? Danach waren es wieder die Eugendorfer durch Forthuber mit einem Abschluss, aber Grabowitzer ganz sicher. Ja, es ging hin und her und dann schon die nächste kritische Szene. Hier bringt Ernemann Posch zu Fall und diesmal entscheidet Schiedsrichter Profci auf Elfmeter für den SK Adnet. Und hier, ja, hier war zwar Ball gespielt, die Attacke war von hinten, entscheidet selbst, ob es ein Elfmeter war oder
nicht. Auf jeden Fall gab es einen Elfmeter und das war dann eine Angelegenheit für Andreas Schnöll. Und er bringt den SK Adnet in der 63. Minute hier in Eugendorf mit 0:1 in Führung. Der Kapitän vom Elfmeterpunkt ganz souverän verwandelt. Hier können wir diesen Elfmeter nochmal sehen. Keine Chance für Patrick Kastner im Tor. Der Eugendorfer, ja, in der Folge war dann viel Leerlauf in diesem Spiel. Die Eugendorfer versuchten Druck auszuüben und die Adnetter stemmten sich dagegen. Es dauerte dann bis zur 80. Minute, bis zum nächsten Abschluss hier für den USC Eugendorf, aber der Ball geht am Tor vorbei. Dann springen wir schon in die Nachspielzeit. Und hier gab es für diese Aktion die gelb-rote Karte für Mauberger. Und ja, meiner Ansicht nach war das keine gelb-rote Karte. Aber die Adnetter dann in der letzten Minute also nur mehr zu 10. Mauberger musste runter. Und dann gab es in der 94. Minute noch diese Szene. Und da brennte es nochmal. Lichterloh im Strafraum der Adnetter. Und wir können uns diese Szene nochmal ansehen. Allerdings wurde hier auf Abseits entschieden. Also dieser Treffer hätte nicht gezählt. Ja, und die Adnetter gewinnen also das Topspiel hier in Eugendorf mit 0:1. Und wir haben jetzt noch für euch die Stimmen zum Spiel. Sieza Sport TV. Eure Stars hautnah. So, und jetzt haben wir bei uns den Siegtorschützen des heutigen Nachmittags, Andreas Schnöll. Andi, 0:1 Sieg da in Eugendorf. In Eugendorf immer ein schweres Pflaster. Man war in der ersten Halbzeit nicht so griffig wie in der zweiten. Was hat man denn in der Halbzeit umgestellt, dass es in der zweiten Halbzeit besser gelaufen ist? Ja, Eugendorf ist immer schwer. Da gewinnen ganz wenige. Und das ist ein Wahnsinn, Start. Jetzt haben wir erste Bedingung und die zweite Bedingung. Jetzt haben wir 6 Punkte in 2 Spielen. Das ist ein Wahnsinn. Natürlich, erste Halbzeit haben sie eigentlich dominiert. Aber wir wollten das so auslegen, dass sie mehr Ballbesitz haben. Und es ist gut gelungen. Aber zum Glück haben wir die 0-0 gehalten. Und durch unsere Einwechslungen haben wir wieder mehr Druck ausgeübt. Und dann ist zum Glück das 1-0 gefallen. Und dann haben wir gekämpft bis zum Schluss. War ja eine zache Partie. Wie fühlt es sich jetzt an, so direkt nach dem Schlusspfiff? Wie du sagst, gewonnen zweimal hintereinander, ist schon unglaublich, oder? Natürlich erleichtert. 2 Spiele, 6 Punkte, was willst du mehr? Perfekter Start, jetzt kann der nächste Gegner kommen, ja. Verspürt man jetzt in der Mannschaft, glaubst du, richtig so einen Aufwind und man hofft jetzt auf eine Siegesserie? Ja, natürlich. Wir haben Vorbereitungsspiele schon gut gespielt, waren Trainingslager, wir sind eingeschweißt, wir sind ein super Team. Und jetzt mit den 2 Siegen, jetzt sind wir oben drauf. Und jetzt müssen wir jetzt so weitermachen, weiter kämpfen, weiter trainieren, dann klappt es schon, ja. Wie ist das so das Gefühl für dich selber? Du bist ja schon jahrelang in Adnet. Ist das eine der besten Mannschaften, die was ihr in den letzten Jahren in Adnet gehabt habt? Ja, wir haben jetzt ja über gute Mannschaften gehabt, aber momentan sind wir wirklich stark drauf. Wir haben ein gutes Mannschaftsgefüge. Jeder kämpft für jeden und jeder ist für jeden da. Im Training, auch im Spiel. Und das ist momentan ein Wahnsinn. Jetzt nächste Woche kommt Altenmarkt. In Altenmarkt ist halt wieder abgesagt worden. Das heißt, die haben nächste Woche eigentlich erst das erstes Spiel in der Saison. Was erwartest du dort? Kann man das irgendwie einschätzen, was man da erwartet? Ja, ganz schwierig. Sie haben noch kein Spiel gehabt. Trainingsspiel haben wir auch nicht gesehen von einer. Also lassen wir uns überraschen. Wir spielen daheim. Wir wollen sicher wieder die 3 Punkte und dann sehen wir nächste Woche, was rauskommt. Glaubst du, dass das irgendwie ein Vorteil ist, dass ihr jetzt schon voll im Frühjahrsmodus seid und sie doch erst das erste Spiel haben? Natürlich ist es ein Vorteil. Wir haben jetzt 2 Spiele, 2 Siege. Wir haben jetzt den Lauf und ja, das ist sicher ein Vorteil und wir werden den Lauf auch weitersetzen, ja. Andi, ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Tor und schön, dass du bei uns warst. Danke. Danke ebenfalls. Sieza Sport TV. Eure Stars hautnah. So, und jetzt haben wir noch bei uns Bichler Laurin vom USC Eugendorf. Laurin, heute eine 1:0 Niederlage da zu Hause für euch zum Frühjahrsauftakt. Was ist denn dein Fazit vom Spiel? Ja, auf jeden Fall nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir gleich von Anfang an anpressen und gleich also das Spiel übernehmen, dass wir überlegen sind. Ist uns nicht so aufgegangen. Wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden und Chancen haben wir auch nicht genutzt. Wir sind nicht oft in 16 reingekommen. Und ja. Aus unserer Warte aus irgendwie genau umgekehrt, weil wir haben irgendwie gesehen, erste Halbzeit war es ja irgendwie griffiger und zweite Halbzeit dann hat Adnet ein bisschen mehr Überhand kriegt oder es ist eigentlich schwer zu sagen, es war ziemlich ausgeglichen, aber warum glaubst du, ist es so gewesen? Ja, es ist einfach, wir haben von Anfang an eigentlich ein gutes Gefühl gehabt, dass wir super einstarten in die Saison, jetzt früher Saison, 10 Wochen gute Vorbereitung gehabt, aber ja, mit den Chancen hat es halt ein wenig gehapert und
an dem werden wir jetzt arbeiten und nachher nächste Woche zeigen, was wir wirklich können. Du hast schon gesagt, nächste Woche geht es auswärts gegen Bergheim, ist sicher auch keine leichte Aufgabe. Was erwartest du da für ein Spiel? Wie erwartest du Bergheim? Ja, es sind gute Gegner, wir kennen es, wir spielen. Die werden uns auch nichts schenken auf jeden Fall, aber wir werden versuchen, dass wir alles reinhauen und nachher noch ein Spiel als Sieger rausgehen. Lauren, ich sage herzlichen Dank, dass du nur bei uns warst und alles Gute.